Nimmst du auf? Ich filme jetzt. Alles klar. Nicht gucken, dass du die Kameramänner filmst. Jetzt bist du im Internet gefangen. Haben wir dafür unterschrieben, dass sie uns filmen dürfen? Oder an so einem Seil? Weit genug schwingst, glaube ich. Jetzt hier draußen, da schwitzt man auch, aber man trainiert seinen Körper mit dem eigenen Körpergewicht im Kletterwald. Jetzt da ganz neu. Wie man sieht, bin ich jetzt schon super sportlich. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Gott! Dass ich mich so dranhänge und sage, Susanne, ich werde zum Kletteräffchen, aber ich sehe dabei nicht so süß aus. Und ich stelle mich dann aber hin. Ne? Und ja, du, während du das machst, stell genau. Man kann sich hier wirklich ausbauen. Schwing mal, so da wäre sozusagen Mitte. Dann machen wir 30 Sekunden nicken und du weißt selber, wann du quasi. Aus. Warte, lass uns nochmal machen. Ja. Das war, ich muss mich schon anders hinstellen, sonst wackelt das wieder. Wir kommen dann am Ende so hoch und ziehen das. Genau, auf. Okay. Genau, du hältst das weg und bitte. Ich bin heute im Kletterwald Wetzlar und wie man immer so schön sagt, nur die Harten kommen in den Wald, genau. Man hat nicht diese stickigen Räume, sondern frische Waldluft. Ich weiß nicht, ob das so toll bei mir ist, aber wir schauen es uns mal an. Jo, gekauft? Jo. Ist gut, oder? Und das andere sagt sie dann? Ist jetzt atmosphärisch oder mit? Ja, lass bei mir einfach mitlaufen. Ich stöhne und schreie und tu sagst, gut. Ob ich sie. Okay. Läuft und bitte. Na, das fing ja schon mal gut an. Alter! Oh. Wie komme ich hier jetzt runter? An der Liane runterklettern. An der Liane runterklettern! Warte mal ganz kurz. Nicht runterrutschen, dann reißt du dir die Finger. Nee, da. Und bitte. Ey, du kannst ja auch mittendrin, das ist ja. Naja, mach. Brauchst du echt gar kein Fitnessstudio. Was ist das denn? Ich muss ja nur irgendwie rüberkommen, ne? Das ist so ein Ganzkörper-Workout hier. Da wird jede Muskelgruppe wird da. So, ich bin dann weitergekommen. Muss ich mich da jetzt wie Tarzan rüberhangeln? Oh nee, das gibt's doch nicht. Der zählt, oder? Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Natürlich. So, haben wir gesehen, wie es geht? Dann gehen wir mal weiter. So brutal. Deswegen musste ich eben so lachen, wie du sagst, wenn du die Teller einfach nur drüber machst. Ja. Da brauchst du keine Stunde ins Fitnessstudio. Du musst ja davor auch immer überlegen, wie du da jetzt rüberkommst. Da sieht alles so leicht aus. Oh. Hey, ich, ja, warst du mal? Doch. Und bitte. Ja auch bloß eine Handvoll. Ne? Das ist nicht so ein Brocken wie ich. Ja! Genau! Ach,
Aber ich probier's mal. Ich probier's mal. Schon allein da hinzukommen. Oh, das tut so weh. Warte mal, ist das jetzt sozusagen die zweite Hälfte? Das ist der dritte Teil. Inklusive Abmod. Inklusive Abmod, ja. Okay. Warte, was war meine Frage an dich? Das ist viel wichtiger gerade. Ja. Für wie nennt sich das? UTR. Aus, UTR, also so das Obstacle Course Race. Das, ja. Okay, wie, auf Deutsch? Hindernislauf. Okay. Nein, dann sag das so. Oma Müller versteht's nicht. Oma Müller sitzt dann. Ich könnte auch angeln. Nee, ich mach das kurz hier und dann nachher die Abmoderation angelst du. Okay. Ich fang jetzt aber da hinten an und schwenk euch ein. Gerne. Und zwar direkt beide. So, okay. Läuft und bitte. Ja, so wie man gesehen hat, ich bin nicht wirklich sportlich. Zumindest nicht in diesem Parcours. Simon, du bist sozusagen der Tarzan von Wetzlar. Dir gehört der Kletterpark und du hast dieses ganze Areal hier aufgebaut. Und ich habe gehört, der Weltmeister im Hindernislauf trainiert hier auch. Das bin ich, hat man ja gerade gesehen. Wer ist das denn? Das ist der Fabian aus Frankfurt, der ist Weltmeister im 24-Stunden-OCR-Enduro-Lauf. Also OCR steht dann für Hindernislauf, Englisch Obstacle Course Race. Ich habe die Herausforderung angenommen, ich trete gegen dich an, auch wenn du der Tarzan von Wetzlar bist. Wir treffen uns in der Mitte, würde ich sagen. Ich hoffe doch, toi toi toi. So, dann ab die Post. Beeil dich nicht! Was tut doch jetzt denn ab? Oh. Bist du schon da? Verloren. Aber ich kann auch nicht mehr, die Hände tun so weh. Hat Spaß gemacht? Sehr! Das soll das Ziel sein. Aber es ist sehr, sehr anstrengend. So, aber geil. Ich war jetzt im Outdoor-Fitnessstudio. Für mich heißt es jetzt nur noch duschen gehen. Schönes Wochenende. Tschüss. Mal sagen, First Taker. Boom. Einmal reinschauen. Ja. Gut, da musste ich das immer schön weg anlesen.